Der nächste Anrufer ist Tom und Tom ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, hallo Tom, guten Morgen. Ja, ich habe fast ein Dreivierteljahr im Wald gelebt. Aha. Warum? Ja, in der Nähe von einer kleinen Stadt hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und aus dem Grund, ich bin seit über 20 Jahren heroinabhängig. Aha. Also heute aktuell immer noch? Aktuell immer noch, ja. Mhm. Bin aber bei Sinn und Verstand. Also das hat unter anderem auch mit dem Wald zu tun. Also das Ganze hat sich daraufhin positiv verändert. Mhm. Erzähl doch mal, wie das war, als du ein Dreivierteljahr, wie lange liegt das übrigens zurück? Das liegt knapp 8, 9 Jahre liegt das zurück. Ja. Wie kam das dazu, dass du ganz in den Wald gegangen bist? Das hat sich dadurch einfach ergeben. Ich wie das so ist als Drogenabhängiger, ich habe meine Wohnung verloren, ich habe Schulden gehabt, ich habe Ärger gehabt mit Leuten auf der Szene, mhm, und hatte natürlich immer den Wunsch zu entziehen, zu entgiften, irgendwie klarzukommen. Mhm. Und bin dann einfach, weil ich keinen Ausweg mehr wusste und halt auch entgiften wollte, aber nicht auf die übliche Art und Weise, das hatte ich alles schon hinter mir, mhm, bin ich halt in den Wald gegangen. Also das ist ja eine interessante Methode, sich selbst zu helfen. Andere gehen in eine Klinik oder weiß ich was, ja, du gehst ja in den Wald. Was hast, ja, du, genau, was hast du da in diesem Dreiviertel, hast du das ganze Dreivierteljahr ohne Unterbrechung im Wald gelebt? Ja. Was? Man muss doch mal irgendwas was einkaufen gehen, oder? Ja, natürlich. Nein, also ununterbrochen. Ich habe im Wald gelebt, natürlich, ja, das ist klar. Aber ich bin natürlich auch schon mal in die Stadt gegangen. Gelegentlich nicht direkt bis in die Stadt, sondern in die Peripherie, sag ich mal, mhm, wo große Einkaufszentren waren und ähnliches, mhm, wo ich mich dann versorgt habe mit dem Nötigsten. Ja. Mhm. Was hast du den ganzen Tag im Wald gemacht? Nichts, ganz ehrlich gesagt nichts. Also ich habe, ich bin viel spazieren gegangen, meine Umgebung erkunden sozusagen, wie so ein Trapper, mhm, geguckt irgendwie, wo ich was zum Essen auftreiben kann, mhm, in irgendwelchen Scheunen, auf irgendwelchen Obstplantagen, Maiskolben, ähnliches, alles solche Sachen irgendwie. Ja. Nichts wirklich Konstruktives, viel gelesen. Ja. Ja. Und wie hast du geschlafen? Hattest du ein Zelt oder? Nee, ich hab kein Zelt gehabt, ich habe einen Schlafsack gehabt. Ich glaube, die Bundeswehr macht das auch so. So habe ich das mal gesehen und so hatte ich mir das dann halt auch gemacht, aus diesen blauen Plastiktüten. Halt so ein Dreiecksding. Ah ja. Ne? Ja, ja. Zwischen zwei Bäumen, ja, und auf einer Seite so runter, dass das halt auf die eine Seite windgeschützt war und so habe ich gelebt. Ja. Ist ja sicher auch eine sehr interessante Selbsterfahrung, wenn man so lange in einen Wald geht, also in eine Umgebung, die wir ja so gar nicht dauerhaft mehr kennen. Man geht mal vielleicht einen Spaziergang machen und das war es dann. Das stimmt, aber ich muss sagen, also ich bin bei meiner Oma groß geworden, mhm, und meine Oma hat schon sehr nah am Wald gelebt und ich kann mich jetzt, wo wir gerade drüber reden, daran erinnern irgendwie, dass ich halt damals schon in der Kindheit und in diesen Zeiten, wo ich bei meiner Oma gelebt habe, immer Hütten im Wald gebaut, mhm, habe, mhm, und also den ganzen Tag, wenn ich bei meiner Großmutter war, immer durch den Wald gestreift, ja, bin, Hütten da gebaut habe. Also so eine Grundverbindung zum Wald war schon da, genau, und auch hast du in dieser Zeit mal Menschen dort getroffen? Ich weiß nicht, wie ja, tief der Wald da ist, wo du warst. Ja, der Wald ist eigentlich nicht sehr tief, also er ist noch recht zivilisiert, sage ich mal, ja, oder kultiviert. Und ich habe gelegentlich Leute getroffen, aber ich habe... Das waren dann aber nur Spaziergänger, oder war das auch beispielsweise ein Förster, der gefragt hat, was, nee, du da machst? Und Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Ich habe einmal einen Bauern getroffen irgendwie, dem habe ich auch gesagt, was ich mache. Und er fand es nicht weiter verwundert. Mhm. Fand es auch okay. Aber wie hast du dem Bauern, du sagst, ich habe dem erzählt, was ich mache. Was hast du dem konkret erzählt? Ich habe ihm gesagt, dass ich im Wald lebe im Moment. Hast du ihm auch gesagt, im Prinzip warst du ja auf dem, so kann man es ja unter Umständen ausdrücken, du warst auf der Flucht vor dem Heroin. Ja, das ist richtig. Ja. Kann man so sagen, ne?
Ja, das ist richtig. Hast du in diesem Dreivierteljahr überhaupt kein Heroin konsumiert? Doch, insgesamt dreimal. Das heißt, dreimal. Immer wenn du rausgegangen bist, dann hast du dir was besorgt. Und war das für dich eine Niederlage, dass du es dann doch genommen hast? Bitte nochmal. War das eine Niederlage, dass du es dann doch genommen hast? Nö, das sehe ich nicht so, nein. Ich hatte es am Anfang so verstanden, dass es so die, ja, so deine eigene persönliche Therapieform sei, von der Heroinsucht loszukommen. Das war ein Versuch einer Therapieform. Ist der gescheitert, der Versuch? Der ist gescheitert, klar. Warum bist du dann nach einem Dreivierteljahr wieder rausgegangen aus dem Wald? Schlicht und einfach, weil so ein Leben auf Dauer in Deutschland nicht möglich ist. Mhm. Ja, das ist einfach so und ich vermisse das auch, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwelche Berichte im Fernsehen sehe oder sonst was von irgendwelchen Leuten, die da in Kanada durch die Wälder tigern, wenn mich jemand dazu auffordern würde oder sagen würde, hier, dann würde ich das sofort machen. Ich vermisse diese Zeit wirklich. Ist sicher auch insofern eine interessante Selbsterfahrung, weil man ja auch sehr lange schweigt. Du hast ein paar Leute getroffen, aber eben nur ein paar in einem Dreivierteljahr. Ja. Man ist ganz auf sich zurückgeworfen und ist mit dem konfrontiert, was in einem los ist, ne? Das ist richtig, ja. Und das ist aber eine sehr positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Würdest du es nochmal machen? Ja, jederzeit. Jederzeit. Also warum machst du es nicht? Bist du beruflich eingebunden, dass es nicht geht? Nein, ich bin nicht beruflich eingebunden, ich bin strafrechtlich eingebunden. Das heißt? Wenn man das so sagen will. Ich bin 20 Jahre abhängig. Mhm. Diese Zeit war nur ein Dreivierteljahr und das ist auch schon 8, 9 Jahre zurück. Ich habe natürlich meine Heroinsucht oft mit Ladendiebstählen und Ähnlichem finanziert und es stehen Haftstrafen an. Ja, verstehe. Und ich bin aber jetzt auf dem Wege im nächsten Monat, also ab dem 5. Februar, auf einer Lebensgemeinschaft meinen Weg fortzusetzen, um dieser Haftstrafe zu entgehen. Das ist ein Bauerngut, auch relativ waldnah. Ja. Ach, das wäre aber eine legale Alternative zu deiner Haftstrafe? Eine legale Alternative. Ah, ja. Auch mit der Option verbunden, von der Sucht runterzukommen? Natürlich, nur darum geht's. Ne? Und dann wärst du wieder in Naturnähe und in Waldnähe und so könnte sich der Kreis vielleicht schließen. Genau, ja. Das hoffe ich. Ja. Lieber Tom, das war interessant und ich wünsche dir wirklich, dass du, ich meine, 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, wenn man an einer Droge hängt und du hast wahrscheinlich schon viele Tiefen durchschritten. Das ist richtig. Dass du jetzt die Kraft findest, da in dieser neuen Umgebung, vielleicht einen Neuanfang. Die Kraft habe ich ständig irgendwie. Das Problem ist irgendwie, dass in Deutschland da halt rein rechtlich gesehen einem da oft nicht die Möglichkeiten lässt irgendwie. Wollen wir es mal nicht auf Deutschland schieben? Nee, ich glaube, wenn man will, schafft Justiz, man das. Die Justiz einem oft da nicht die Möglichkeit lässt, diese Möglichkeiten zu ergreifen. Ne? Gut, wie auch immer. Ich wünsche dir für das, was da vor dir liegt, alles Gute und wirklich viel, viel, viel Erfolg, dass du schaffst. Ich wünsche es dir. Okay. Alles Gute. Take care of yourself, huh? Dankeschön. Tschüss. Alles klar. Ciao.